Hallo Leute, hier ist wieder der Tywald. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start in die neue Woche. Ja, und was ist das Thema dieses Videos? Ganz einfach, und zwar ist es eine Woche her, dass die Morgenschwinge gegen die Abendmähne in die Cosma-Box das Video angegangen ist. Und da habe ich gesagt, wir verlosen in einer Woche einen Code. Das werden wir in diesem Video natürlich machen. Allerdings sind auch noch 6 weitere Code-Verlosungen offen. Teilweise schon seit über einem Monat. Deswegen werden wir die jetzt alle mal hier durchnehmen im Video. Und beginnen werden wir mit der Platin-Poster-Box. Oben rechts wird jetzt ein i auftauchen, das euch darauf hinweist, wo dieses Video ist. Dort könnt ihr gerne mal reingucken, wenn ihr wissen wollt, welches Video jetzt genau behandelt wird. Das wird bei jeder Verlosung so sein, dass da das i kommt mit der Info zum Video, wozu die Verlosung ist. Genau, beginnen tun wir mit der Platin-Poster-Box. Dort haben wir einen Booster-Code zu verlosen. Ich habe hier schon mal ein Glücksrad vorbereitet mit den Teilnehmern Aikado, K1, Win HD, Goigoi, Legomok 484, Dima LP, Lerzerschnitzler, Sukis Pokémon Armfaust, Crash Camper und No Skin Noob. Ja, sehr viele Teilnehmer würde ich sagen, war ganz schön. Und dann wollen wir hier mal den ersten Gewinner des Tages ziehen, der einen Online-Code gewinnt für das Pokémon Online TCG. Und der Gewinner ist Goigoi. Ja, an und für sich gut. Allerdings hat Goigoi gesagt, er will keine Codes gewinnen. Deswegen werde ich hier eine zweite Ziehung machen. Dima LP, auch im letzten Opening, also im letzten Verlosungsvideo hat er was gewonnen. Hier wieder ein Code für ihn. Ich werde denjenigen so in 3-4 Tagen anschreiben. Ich will euch heute ein bisschen Zeit geben, das selbst zu entdecken, um diesen Nervenkitzel beim Ziehen zu haben vielleicht. Ansonsten auf jeden Fall gerne einen Kommentar schreiben, wenn ihr es gesehen habt, dann weiß ich Bescheid, dann kann ich schon mal den Kurs rausschicken. Ansonsten werde ich mich so in 3-4 Tagen bei den Leuten versuchen zu melden, über irgendeinen Weg, den ich weiß. Bei vielen weiß ich ja verschiedene Kommunikationswege. Ich denke, das wird klappen. Genau, dann bereite ich jetzt das zweite Wort vor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Das zweite Video war unser Lucario GX Box Battle. Oben rechts erscheint hier das i. Auf jeden Fall reingucken, wenn ihr es noch nicht kennt. Denn in diesem Battle gab es einen richtig geilen Pull. Ich will nicht zu viel spoilern, aber es war der beste Pull, den wir jemals in einem Video hatten, glaube ich. Also auf jeden Fall reingucken. War ein richtig cooles Battle auch. Und dementsprechend haben wir auch echt viele Kommentatoren. Es gibt 2 Codes, habe ich gesagt, zu gewinnen. Ich sag mal so, es wird 3 geben. Ich habe da mal was überlegt. Da kommt auch ein kleiner Extra-Code zu, weil das einfach so ein geiles Opening war. Ich lese mal die Namen vor, damit jeder sieht, dass er hierbei ist. Wir haben die Card Buddies, den oder das Pokémon-Haus, Aikado, Aurizeros TCG aus der Schweiz, Shindy 1909, ich weiß noch mal, was fehlt, Sukis Pokémon-Armfaust, Goigoi, Imperator Dedrul, also Hackblock Imperator Dedrul, Legomok 484, der Zerschnitzler wieder, Gold to the Rock, Manuel Dede, No Skin Noob, Tobi der Boss und Poke Universe, also wirklich eine ganze Menge an Teilnehmern, die hier 3 Codes gewinnen können. Und wie immer, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt kommt die Verlosung für diese wunderbaren Codes. Und der Gewinner ist... Es sind die Card Buddies. Ich weiß nicht, ob sie die Codes haben wollen. Ich denke mal, auch mit 3 Codes werden die was anfangen können. Werde ich auf jeden Fall Bescheid geben. Und ich breite das nächste Board vor und wir sehen uns bei der nächsten Auslosung. So, nächstes Video ist das 4 Booster aus Platin Arceus Opening an einem wunderbaren Vintage Thursday. Wieder oben rechts das i als Information, falls ihr es noch sehen wollt oder noch nicht gesehen habt, immer gerne mal reingucken. War auch ein sehr gutes Opening, hat mir sehr viel Spaß gemacht, gerade weil es auch ein älteres Set ist. Die Teilnehmer dieses Mal: Pokémon Haus, Aurizeros TCG, Goigoi, Aikado, der Hunter, der Booster Boy, Jenny Sarah Pokefan und wieder der Hackblock Imperator Dedrul, Danny Löwrig, No Skin Noob und das Poke Universe. Und auch hier wieder, hier gibt es nur einen Code, aber auch das ist natürlich nicht verkehrt, denke ich. Und wir spinnen das Board und mal schauen, wer diesen Code gewinnt. Hunter TCG, ein Code für dich. Wunderbar, denke ich. So, jetzt kommen wir auch schon zu unserem Forbidden Light Display. Da wird es 2 Verlosungen geben, für jeden Part eine mit jeweils 3 Codes Forbidden Light, 3 Booster. Also ganz schön eigentlich jetzt Preis, denke ich, für einfach nur einen Kommentar. Im ersten Part, wieder oben rechts verlinkt, haben wir die Teilnehmer Sukis Pokémon Armfaust, wo der Name nicht ganz aufs Schild passt, Pokémon Haus, der Zerschnitzler, Goigoi, FPG Gaming, Aikado, Alola Vulnona, Pokémon TM1, Pokian und No Skin Noob. Euch allen viel Glück und mal schauen, wer der Gewinner von 3 wunderbaren Boostern wird im Online-TCG. Es ist wieder Goigoi, der will keine Codes, deswegen eine zweite Runde. Der gute Aikado gewinnt 3 Codes, Forbidden Light, Grauen der Lichtfinsternis, viel Glückwunsch dazu, ja, viel Glückwunsch dazu, so genau.
Kommen wir zum zweiten Part des Displays. Hier haben wir noch mehr Teilnehmer und auch einen prominenten Teilnehmer, und zwar Dalukart. Die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich kennen. Er macht natürlich viele Displays, ist relativ groß und er macht auch einen kleinen Channel mit TCG-Stuff. Gerne mal reingucken. Ja, wen haben wir noch? Sukis, Pokémon Armfaust, Goigoi, Aikado, Hunter TCG, Dima LP, Legomog, Hackblock, Imperator Deadwill, Manuel Dede, No Skin Noob, Selim Gu Fanboy, Maximilian Winter und das Poke Universe wieder. Es geht wieder um drei Booster: Forbidden Light, Grauen Licht, Finsternis. Und der Gewinner von diesem wunderbaren Preis ist Hunter TCG. Er hat ja gerade zum zweiten Mal eine Ziehung gewonnen. Krass. Da hat aber heute jemand Glück, würde ich sagen. Dann kommen wir auch schon zum vorletzten Verlosung des Abends. Es geht dieses Mal um die Rayquaza Level X Tinbox. Dort habe ich gesagt, verlose ich einen Code an einen glücklichen Gewinner. Teilnehmer: Sukis Pokémon Armfaust, der Zerschnitzler, Auritzos TCG, Goigoi, Dima LP, No Skin Noob, Christine Lange, 1000F1AJ und Poke Universe. Und ja, euch allen viel Glück und mal schauen, wer diesen Code gewinnt. Auritzos TCG, ich glaube, es gibt keine Losung, wo er bei mir nichts gewinnt. Daher auch ein Code in die Schweiz. Und jetzt kommen wir natürlich auch schon zu unserem letzten, aktuellsten Opening. Die Morgenschwingenröte gegen Abendmädeli Cosma. Morgenschwingenröte, ja, schönes Wort. Die Morgenschwingen gegen die Abendmädeli Cosma Kollektion. Dort gab es zwei Codes, habe ich gesagt. Und wir haben wieder eine ganze Reihe Teilnehmer. Poke Universe, die Card Buddies, Pokémon, Sukis Pokémon Armfaust, No Skin Noob, Grabverstärker HD, Hubblock Imperator Deadwill, Christine Lange und Auritzeros TCG. Auf jeden Fall wieder viel Glück an alle Teilnehmer und der Gewinner von unserem letzten Ziehung heute Abend ist No Skin Noob. Zwei Codes auch für dich. Ich hoffe, du kannst mit was anfangen. Somit haben wir jetzt tatsächlich alle Gewinner verlost und eine ganze Reihe Codes, die ich heute losschicken werde, also dann im Laufe der Woche losschicken werde. Auf jeden Fall Glückwunsch an alle, die gewonnen haben, und an die anderen, versucht es auf jeden Fall weiter. Es wird öfter mal wieder ein Video kommen, wo ich sage am Ende, kommentiert und ich verlose später die Codes an die Kommentare. Ich denke, das ist immer ganz fair, weil dann hat jeder die Chance und nicht immer nur der Erste, sondern einfach wirklich jeder, der einen Kommentar abgibt und schön die Chance hier Codes zu gewinnen. Das, denke ich, ist ganz schön. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal 3-4 Tage das Ganze ruhen lassen, gucken, ob ihr hier kommentiert und euch selbst entdeckt. Und wenn nicht, werde ich mich in 3-4 Tagen bei euch melden, um euch von eurem Gewinn zu benachrichtigen. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen und ihr unterstützt den Kanal auch weiterhin so rege mit den vielen Kommentaren. Das gefällt mir echt gut. Wir sind jetzt fast bei 200 Abonnenten, das ist unglaublich, Leute. Bei 250 Abonnenten wird es wieder einen Sachpreis geben, den man dann per Post verschickt. Wahrscheinlich wird es eine Box eines Pokémon TCG dieses Mal. Lasst euch überraschen. Es ist ja noch ein bisschen hin, noch knapp 55 Abonnenten bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir den 250 knacken. Seid auf jeden Fall gespannt und unterstützt den Kanal weiterhin so fleißig, dann wird das auch bald erreichbar sein. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Like da, ansonsten gerne konstruktive Kritik und denkt dran, dass ihr demnächst wieder einschaltet, wenn wir wieder coole Openings machen oder halt irgendein anderes Format. Mittlerweile wird es ja immer mehr auf dem Kanal. Auf jeden Fall, bis dann, tschüss, der Tüwald.